geht doch nichts über schön heißen Kaffee vor einer Aufnahme hier. Ah, Freunde, ist das schön. Ist das schön. Ist das herrlich. So ein Kaffee, der weckt die Lebensgeister, finde ich. So ein Kaffee weckt Lebensgeister, oder was sagt ihr? Freunde, so, jetzt müssen wir eben noch immer hier die Scheiße nochmal neu spielen. Aber das schneide ich ja eh alles raus. Ich erinnere mich, gegen diese Dullis hier. Einen nach dem anderen wollen wir ausschalten. Was war jedenfalls der Plan? Eins. Zwei. Drei. Dodgen. Vier. Fünf. Genau darum bin ich hier. Star Wars Zitat aus welchem Teil? Hä? Wer kennt's? Wer kennt's? Kennt er? Ah, bla bla bla. Ja, komm, jetzt mach mal hin hier. Auge des Sturms. So, Freunde, da sind wir wieder. Das kennen wir jetzt hier alles schon. Ne? Machen wir alles nochmal. Gleich sind wir da. Aber ich kann ja schon mal anmoderieren, weil ich heute noch ein bisschen was sagen. Also, Freunde, willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Diese Teile kennen wir ja hier schon. Wir waren ja hier schon, wir wurden dann ja nochmal am Ende vernichtet. Muss jetzt nochmal respawnen. Aber das habe ich euch jetzt nicht alles nochmal angetan. Genau, die Viecher hier dürfen wir nicht berühren. Weil die halt explodieren können. Und genau, jetzt hoffe ich, werden wir diesmal nicht von diesen Viechern hier weggemacht. Ne, die haben ja sowieso überlebt. Gar kein Problem. Und hier können wir halt nicht meditieren. Genau, also ich mache ja eigentlich mal Stundenaufnahmen und schneide dann drei Parts da draus. Heute nicht, weil ich habe nicht mehr allzu viel Zeit. Ihr seht auch schon, Cam sitzt heute mal woanders. Ich probiere einfach mal ein bisschen was aus. Heute ist so ein bisschen experimentelle Folge. Ja, ich dachte mir... Ne, ich habe nicht so viel Zeit. Deshalb wollte ich aber für heute wenigstens noch eine Folge aufnehmen, schneiden und hochladen und so. Das dauert dann alles noch ein bisschen. So, und hier kommt jetzt so ein Vieh. Hier kommt noch eins. Genau. Ich kann mich halt nicht bewegen. So, die blockieren mich so krass. Noch eins! Nein, nicht nochmal. Raus hier. Lauf. Sprinte. Stimmt. Alter, nicht nochmal. Ich sollte nicht reden dabei. Aber weil drei Viecher sind halt echt nicht geil. Aber wir nehmen halt das, damit wir jetzt hier mehrere Leute gleichzeitig... Alter. Komm schon. Triff doch mal. Er trifft einfach auch nicht. Warum triffst du denn nicht? Oh, ist das an... Also, das ist ja hier Nervenausfall. Meine Güte. Ne, ich habe nicht allzu viel Zeit heute, wollte noch eine Folge extra machen. Soll ja auch eine kommen jeden Tag. Deshalb heute mal ein bisschen abgespeckt, beziehungsweise, ne, es kommt halt einfach eine ganz normale Folge noch. Nur ich selber kann halt heute leider nicht so allzu lange zocken. Und da ist schon wieder so eine Kugel. Und hier ist... So, ja, okay, wir klettern auch. Geil wäre halt mal echt ein Meditationspunkt, weil ich will nicht immer da oben starten. Wenn ich halt einmal hier... drauf gehe und es kann gut passieren, weil diese Leute einfach nervig sind. So, jetzt kommt da Wind raus und jetzt schwingt das hin und her. Da oben ist ein Meditationspunkt, glaube ich. Kann ich da jetzt ranspringen? Müsste ich doch können eigentlich, oder nicht? Müssen wir jetzt mal herausfinden. Also genau, wir sind hier im Tempel von Aelram, ne, damit wir uns nochmal erinnern. Wir sind hier in diesem Tempel, Grabgewölbe vielmehr. Aber die Frage ist, wie komme ich denn jetzt da hin? Weil ich kann ja hier und irgendwo lang laufen an der Wand. Ne? Ah, I see, wir müssen uns dagegen...
oder? Ich weiß es gerade nicht. Warte mal. Wir müssen halt mit dem Luftstrom springen, weil dann springen wir wahrscheinlich weiter. Aber ich weiß nicht, warum ich das machen kann. Also, ne, versteh da. Warum soll ich das verlangsamen können? Ich muss ja einfach nur schnell da dran. Rall ich nicht. Naja. Oder wir machen das hier nochmal zu. Ah ja. I see. Okay. So vielleicht. Wir müssen es zweimal zum Schwingen bringen. Und dann irgendwo uns halt festhalten. Ich weiß noch nicht genau wo. Hier an der Seite wahrscheinlich. Ja. Perfekt. Easy. Na, hier in diesen Tempeln ist immer ein bisschen mit also Gräbern sind es ja, ist immer ein bisschen Rätsel lösen. Das ist ganz cool. Hier ist dann eher rätselmäßig, geht's dann ab. Nicht so viel Action. Aber das ist halt, finde ich, ziemlich cool. Wir haben 2 Punkte. Die können wir jetzt endlich ausgeben. Hierfür. Stimmt, wir brauchen das hier noch, ne? Aber die 2 Punkte können wir jetzt hierfür ausgeben. Lernen. Und einen brauchen wir noch. Der ist halt sehr mächtig. Und dann brauchen wir noch einen Punkt hierfür. Und danach schalten wir die nächsten Fähigkeiten frei. Wir ruhen uns einmal aus. Gegner sind respawned. Aber wie gesagt, hier drin gibt es sowieso eher weniger. Und wir wollen jetzt auch vorankommen und nicht wieder zurück. So. Doch, hier stimmt, hier gibt es Gegner. Und zwar diese fetten Riesen da unten. Ich sehe das schon. So, hier kann ich überall nicht lang. Hier gibt es eine Rutschbahn, wenn ich das richtig sehe. Rutsche ich wahrscheinlich wieder runter, ne? Ja. Alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie, einfach hier runter. Machen wir einfach mal. Oh ja. Ja doch, fühle ich. Machen wir mal wieder aus. Ne, wir haben jetzt diese Kugel da in diese Fassung reingewindet, sag ich mal. Ja, durch den Luftstrom. Und dadurch wird jetzt hier was aktiviert. Und wir sehen schon, der da unten, der ist halt irgend so ein Wächter oder so. Der ist ein bisschen tricky. Aber wir können jetzt hier erstmal hoch. Und hier weiter. Ah, da ist die Rutschpartie, die Rutschbahn. Weiß nicht, warum ich immer Partie sage, aber ja. Frage ist, was müssen wir letztendlich gar nicht mit der Kugel machen? Weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Guck mal hier, weil hier sind überall Fassungen, auch welche, die höher sind und so. Naja, dann rutschen wir mal. Ey, das war leider zu früh. Ich habe nicht gesehen, wo der Abgrund ist. Den Abgrund nicht gesehen. So, nochmal runter hier. Jetzt geht's erstmal so runter und dann müssen wir jetzt an das Seil dran springen. Ja, wunderbar. Und hier lang. Alter, das ist aber auch ein Gewölbe hier. Das ist schon ziemlich cool, ne? Jo, die Sepho sind schon ein cooles Volk. Muss man sagen, ey. Also das liebe ich generell so in Star Wars. In den Star Wars-Universen. So alte Gemäuer, so von so alten Völkern und so. Das ist schon immer cool. So, da werden wir jetzt nach links geschleudert. Deshalb müssen wir wahrscheinlich sehr weit hier rüberspringen. Achso, nö. Ja, wie komme ich jetzt wieder hoch? Ach, hier einfach. Hä? Da bin ich gerallt. Bin doch wohl schnell genug, um da. Ach, auf einmal werde ich zur Seite gestoßen. Wow. So, nochmal. Da springen wir hin. Jetzt bin ich wahrscheinlich zu früh abgesprungen. Das ist dann auch so einfacher Sprung, ne? Der ist es dann schon. So, halt dich fest, Bro. Sehr gut. Ei. Das ist natürlich jetzt tricky hier mit den Viechern auch noch, die in dieser Umgebung hier zu kämpfen. Ei, wo kam er denn noch her? Warum kommt er denn nicht vor? Alter!
Warum kommt er denn jetzt auf einmal noch raus? Ich lasse mich hier nicht von einem so einem Vieh killen. Und die explodieren nicht, wenn die Viecher da sind? Hä, ich dachte, die explodieren, wenn man dagegen läuft. Die Viecher sind da jetzt mehrfach gegen geknallt. Und hat die nicht gejuckt? Was ist das denn? Okay, und hier müssen wir jetzt immer schauen, dass wir quasi ein bisschen uns vom Wind treiben lassen. Okay, I see, I see, I see. Boah. Ja. Hier hin. Dahin, halt dich bitte fest. Danke. Hier hoch. Da hoch. Ja, okay, hier kann gerade kein Wind kommen. Alter, also dass dann diese kleinen Ratten auf einmal so bedrohlich werden. Einfach weil es dann viele sind. Also die Frage ist, wo. Stimmt. I see. I see. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Hier rüber balancieren. Hier Teil aufmachen. Und die fliegen alle weg. Lichtschwert löst wohl nicht alle Probleme. So, und jetzt schnell drüber, weil ich. Achso, wir müssen während des Luftzugs rüber. Okay. Okay. Ich dachte, die sind halt jetzt weg. Hallo? Geht ihr bitte wieder weg? Ja, was ist denn mit euch? Danke. Alter, was ein Jump. So. Und jetzt sind wir hier. Oder unten ist ein Echo oder so, keine Ahnung. Und da ist jetzt der erste Wächter. Nehmen wir doch sofort mal einen Stim. Das ist ganz was Neues. Weil ich nicht mehr weiß, was er kann. Einiges, habe ich das Gefühl. Alter. Jo, er hält auch gar nicht viel aus oder so. Ich wollte hochspringen, bitte. Ja, ist okay. Ja, ist klar. Wir müssen ein bisschen in Bewegung bleiben, weil er ist halt langsam. Das ist so unsere. Eieieiei. Weil er alles kann, ey. Okay, aber wir müssen einfach nur in Bewegung bleiben. So Richtung Moment hochspringen, vielleicht auch mal, ja. Okay, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Yo, Alter, was ein Vieh. Was für ein Viech. Ein Grabwächter. Ja, Mann. Alles klar. Okay, ich wette. Das hier können wir noch nicht von alleine kaputt machen. Nee, da brauchen wir dann, müssen wir irgendwas, müssen wir dieses Vieh dann wahrscheinlich gegenfeuern oder so. Ja, wir müssen halt jetzt immer noch auf diese Umgebungsteile achten. Das ist halt natürlich auch tricky. Ja, schwierig. So, und hier machen wir jetzt den Wind auf. Was passiert hier? Was hat das jetzt gebracht? Keine Ahnung. Achso, doch da jetzt einfach weiter. Alles klar. Alles klar. Nicht mehr gebracht, als dass wir weiterkommen. Oh, ich stand kurz in der Luft. Und wo sind wir jetzt? Ah ja, alles klar. Okay, okay, okay. Ja, hier hört man halt die ganze Zeit durch diesen Wind. Der bewegt halt hier einiges. Alter, habe ich mich erschrocken. Oh. Der Wind, der bewegt hier halt alles. Okay, das ist so eine Sepho-Statue. Bisschen Teile kaputt machen. Nein, bringt ja alles nichts. Guck mal da. Ja, genau. Wir wissen, oder wir sehen, es bahnt sich halt immer mehr an. Man hört auch ein kleines Flüstern im Wind, kann das sein. Okay, es gibt vier Kugeln. Ja, vier Kugeln. Oh, guck mal, hier ist so ein. Ja, hier ist die Macht. Hier kriegen wir jetzt wieder ein Flashback. Und was wir bekommen, hat sich natürlich auch schon angebahnt, ist ja Logo. Endlich! Das wird sehr cool. Das öffnet uns im wahrsten Sinne des Wortes viele Türen.
Ja. Ja. Okay, ich muss einfach gerade auslaufen, oder was? Muss ich dodgen? Ich sollte getroffen werden. Okay. Konzentration! Jedi wollen keine Aggression. Wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Mhm. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad. Mhm. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Weise. Gut. Versuch's erneut. Schleudere die Kugel per Schub auf das Ziel. Gut, weiter so. Bam, nice, Machtschub. Ja, komm, go. Jetzt schneller, schließ den Test ab. Ja, ist okay. Zum Weg steht. Geil. Versetzt zum Weg. Geil. Übel gut. Was ist jetzt für, was wir jetzt für Möglichkeiten hier haben? Oh, Leute, das wird jetzt richtig gut. Das wird Hammer. Ich sag euch das. Hier. Guck mal, da oben gibt es ein Echo. Alles jetzt nochmal doppelt und dreifach erkunden. Oh, Premium. Okay, dann gehen wir einmal kurz hier rein, weil hier scheint es ja, glaube ich, nicht weiterzugehen. Können wir hier auch schon hoch? Nee. Toll. Ah doch, warte mal. Wir sind ja schlau. Können wir uns hier mit dem... Kann man nicht. Schade, hier kann man nicht an der Wand lang. Sind doch nicht so schlau. Hätte ja sein können, sorry. Aber hier rechts, wo wir gerade dieses Teil verschoben haben, da können wir doch mit Sicherheit noch rein. Ah, dann kommen wir von hier nach da rechts. Wenn wir jetzt nach rechts kommen, dann kommen wir von hier nach da oben. Ja. Genau. Perfekt. Dann können wir das jetzt da dran schieben. Und dann da hoch. Easy. Richtig gut. Machtschub ist einfach geil. Der Wächter ist lange zerstört. Okay, es war so lange Zeit keiner hier. Grabwächter zerstören können. Was war da drin? Sylvanisches Eisen. Sylvianisches Eisen. Ich kann schon nicht mehr reden. Ne, Kaffee ist leer. Schade. Okay, dann gehen wir wieder in den Hauptraum zurück und schauen mal, was sich jetzt hier verändert. Oh, guck mal, da wartet schon der nächste Wächter auf uns. Das ist ja hier echt so ein gutes Setting, ne? Was hat er jetzt? Mein Freund, sieh dir die Details auf dieser Rinde an. Jo. Die unverwechselbaren Streifen. Jo. Das kann doch nur ein Roshir-Baum von Kashyyyk sein. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Sefo Kontakt mit Kashyyyk hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid weiß. Oh, Häuptling Tarful. Ja, den kennt man. Den kennt man. Den kennt man. Jetzt muss ich mich um ihn da kümmern. Ach, geil, okay. So, er kann es nur... Ah, okay, nur wenn er angreift. Und Finisher sogar, geil. Premium. Und ich habe dadurch meine komplette Macht wieder regeneriert? Scannst du wieder? Gute Arbeit. Das ist der Sarkophag von Ayram. Ist ja heavy, Alter. Okay. Das ist ein Kashyyyk-Baum, wie wir hier sehen. Mega cool, einfach so in die Wand gehauen. Das heißt, wir kennen auch schon unser nächstes Ziel. Unser nächstes Reiseziel. Hier nämlich. Und dann würde ich sagen, Freunde, waren wir doch hier in diesem Grab sehr erfolgreich. Wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Das heißt, wir können jetzt hier mit den Kugeln arbeiten. Und das werden wir uns in der nächsten Folge ein bisschen genauer anschauen. Wir speichern jetzt hier. Sind ja gut durchgekommen, würde ich sagen. Kell hat seine Verbindung mit der Macht geheilt. Neue Fähigkeiten sind verfügbar. Ah, okay. Wir hätten euch verwarten können und sparen können. I see, aber jetzt gibt es hier neue Sachen. So, was denn beispielsweise? Hier regeneriert mehr Macht. Nochmal mehr maximale Gesundheit.
Ein Stimbelter macht mehr Leben. Das ist natürlich krass. Das sieht sick aus. Das sieht auch alles. Es klingt alles mega cool. Alter, Freunde, was wir jetzt hier. Was wir jetzt hier alles kriegen, ne? Aber ich kann noch nicht den Machtschub verstärken. Doch, hier. Ich kann Gegner zurückwerfen und sie ins Wanken bringen. Ey, Freunde, jetzt sind wir. Jetzt wird's ja. Jetzt geht's richtig ab. Geil. Wir ruhen uns aus. Ruhen wir uns aus? Ne, wir ruhen uns nicht aus. Wir haben gespeichert. Sonst wird nämlich der Wächter hinter uns wieder aktiv. Wir haben hier gespeichert. Und dann würde ich sagen, mit diesem Bild hier, von diesem geilen Gewölbe, verabschiede ich mich für heute. Wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein!